Good morning, everyone. Hello, hello, hello. We're back with some Final Fantasy 9. Und ich rede auf Englisch. Morgen, Leute. Ah, mein Brain. Kommt nicht klar. Ah ja, wir sind wieder in Final Fantasy 9. Und jetzt auf Terra angelangt. Einem anderen Planeten. Wir kommen von Gaia. Scheinbar kommt sie denn aber von Terra. Du warst aber gestern noch nicht hier, ne? Vor allen Dingen, wie kommt Stillskin hier hin? Besten Dank, auch mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Wie kommt der hin? War der auf unserem Luftschiff oder was? Wo habe ich mich denn jetzt schon wieder hin verlaufen? Ja, das frage ich mich auch. Okay, also scheinbar sind die Hüllen für die eigentlichen Bewohner von Terra. Hey, gibt es hier in der Gegend einen Platz, wo man sich ausruhen kann? Ausruhen zu welchem Zweck? Was sind das für eine Frage? Wenn es Nacht wird und ihr müde seid, geht ihr doch auch schlafen, oder nicht? Mit Nacht beschreibst du den Zustand der Dunkelheit? Ich habe keine Zeit, beknackte Fragen zu beantworten. Gibt es hier jetzt sowas wie ein Gasthaus oder nicht? Dort drüben. Alles klar. Okay. Merkwürdiges Volk. Das ist wieder hier dieses Dreieck-Ding, sie. Geht's runter? Das Atmen der Planeten zeigt sich in ihrem Leuchten. Der Kreislauf der Seelen ist ihr Wille zu leben. Was geht ab? So wie die Planeten kreisen, kreist auch seine Seele. Ha? Unnötiges Wissen geht bei der Beseelung verloren, aber um das Retardieren der Intelligenz zu verhindern, erhalten wir ein Mindestmaß an Informationen. Ich frage mich nur, wer soll dann in diese Höhlen reingehen? Die Farbe der Planeten zeigt deren wahre Gestalt, das Blau Gaias, das Rot Terras. Wir sind von Gaia, ne? Wir sind von Gaia. Der Fluss der Seelen ist ein Zeichen für das Leben eines Planeten, das in ihm verborgen ist. Versiegt dieser Fluss, versiegt auch das Leben des Planeten. Also wie hier auf diesem Planeten. Bei der Vereinigung der Seele Gaias mit der Seele Terras wird die Gaias im Krieg der Sterne verschlungen werden. Also wird unser Planet zerstört. Okay. Alter. Und die gucken mir noch hinterher. Hi. Hi. Induktionswert 356. Aktivität 525. Fortgeschrittenes Stadium. Was heißt das? Untersuchen hier die Eignung der Genome und verwenden die Ergebnisse aller Grundlage zur Schaffung eines noch fähigeren Genoms. Alter. Also vervielfältigen die sich auch selber. Also irgendjemand muss denen ja die Anweisungen dazu gegeben haben. Ging es da hinten hoch? Ging es da hoch? Ist das nur, wenn ich mit denen sprechen will? Ja, okay. Die visuell erhaltene Information zu verarbeiten, ist ebenso ein notwendiges Element zur Erfüllung unserer Aufgabe. In dem Augenblick, in dem das blaue Leuchten zu rotem wird, so dann werden unsere leeren Körper beseelt. Okay. Hat sie denn die Seele von wem anderen erhalten oder was? Hier kann sich Lily bestimmt erholen. Frag mich nur, was mit diesen Typen hier los ist. Die geistern hier rum wie leblose Gespenster. Außerdem drängt sich mir ein unbehagliches Gefühl auf. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Zuerst muss Lily wieder fit werden. Alter, was geht mit diesem Volk ab? Du, gibt es hier irgendwo Medizin? Hallo? Ich suche ein Geschäft für meine Medizin. Kann mir jetzt endlich einer sagen, wo ich hier Medizin finde? Menno, sitzt ihr alle auf euren Ohren oder was? Wir sind sowieso alle total komisch und alle haben, wie sie denn, einen Schwanz. Wenn hier doch bloß irgendwo Pimo-Pimo-Kraut wachsen würde, könnte ich Lili helfen. Aber so etwas gibt es hier bestimmt nicht. Hey! Habe ich dich, das Mädchen von vorhin, weil du so an so einem komischen Ort gebracht hast, ist Lily. Nein, dafür hat Eiko jetzt keine Zeit. Sag mal, wo bekommst man denn hier Medizin?
wird bald zu sich kommen. Na? Aha, und woher willst du das bitte wissen? Wo ist er hin? Er, wer? Von wem redest du? Weißt du etwa sie denn? Das kannst du vergessen, nicht einmal Eiko hat es bis jetzt geschafft, sich zwischen sie denn und Lilly zu stellen. Die zwei sind nämlich ganz doll verliebt. Edge! Also schmink dir das lieber ab. Richte ihm aus, dass ich unten im Laboratorium warte. Ah, da wo wir gerade herkommen. Bitte ist das die Art, jemand um einen Gefallen zu bitten? Und überhaupt, warum sollte ich? Hey, ich bin noch nicht fertig. Der hat ja wohl einen am Horn. Aber jetzt muss ich schnell zueinander. Ich finde die Dialoge echt so herrlich. Die Dialoge sind einfach nur herrlich. Lilly. Prinzessin. Ich war zu schwach um... Verdammter Dreck. Was ist denn nicht gefahren, sie denn? Dein Verhalten ist nicht sonderlich typisch für dich. Was bitte ist typisch für mich? Naja, also wir sind jetzt auf einem anderen Planeten. Da sind jede Menge Leute, die aussehen wie er. Warum sollte er sich jetzt typisch verhalten? Entschuldige. Ich weiß ja auch nicht, was mit mir los ist. Ich bin irgendwie nervös und so unruhig bei diesem blauen Licht. Oh, Prinzessin, ihr seid wieder zu euch gekommen. Es ist nur vorgefallen. Ihr habt plötzlich euer Bewusstsein verloren. Ich habe mich erinnert. An was? An das blöde Auge. Madame Sari wurde nicht von einem Sturm zerstört. Dieses Luftschiff mit dem großen Auge hat Madame Sari zerstört. Wisst ihr noch, als Alexandria zerstört wurde, konnten wir auch dieses Auge am Himmel schweben sehen. Ja, es sah sogar tatsächlich so aus, als hätte das Auge diesen Licht... Stimmt. Und auch beim Baum Ifas, als Barmut außer Kontrolle geriet. Ja, jedes Mal war dieses Auge zu sehen. Ist mit Sicherheit das gleiche Luftschiff. Jupp, was? Damit also dieses eine Luftschiffkönigin Brain. Mhm. Steiner. Oh. Bitte verzeiht diesem rücksichtslosen Tor, Prinzessin. Echt mal. Schon gut. Ich weiß es ja jetzt. Meine Heimat, das Schloss, in dem ich aufwuchs, und auch meine leibliche Mutter und die Mutter, die mich großzog. Alles futsch. Alles hat mir dieses Luftschiff genommen. Lilly, geht's dir wieder besser? Ja, ich bin schon wieder in Ordnung. Nein, nein, du musst noch liegen bleiben. Du bist ja noch ganz blass im Gesicht. Ihr seht aber auch alle ganz blass aus. Da steht kein Grund zur Sorge. Das ist sicherlich nur die Umstellung. Wo ist eigentlich schon wieder Quina hin? Wo ist Quina wieder hin? Aha. Sidin, wo gehst du hin? Ach ja, da fällt mir ein. Dieses komische Mädchen, das uns hierher geführt hat, erzählte irgendwas davon, dass sie im unteren Laboratorium auf dich wartet. Wird sich ja irgendwie richtig pfuieren. Sieh denn? Ich will die Kiste öffnen. Lass mich die Kiste öffnen. Oh, warum denn so viele Elixiere? Das war da irgendwo, ne? Aus dem Weg. So. Vielleicht erfahren wir jetzt noch mehr von dieser komischen Rasse. Da ist sie. Hi! Das ist doch einfach rührend. Welch elterliche Fürsorge. Und gehört das auch alles zu dem, was du mir zeigen wolltest? Ja, du hast es anscheinend schon begriffen. Ja, wir kommen aus dem Reagenzglas. Ja, nicht, dass ich es wollte. Es wird mir ja deutlich genug vor Augen geführt. Hier sieht ja auch jeder aus, als wäre er ein Zwilling von mir. Sie sind wie wir. Sie sind Genome, die hier leben. Genom? So werden sie also genannt. Moment, Genom hat aber irgendwas mit Genetik zu tun. Nein. Nein, nicht nur sie. Auch du und ich. Genom, dies ist der Name, den unsere Rasse erhielt. Komischer Name. Mann, was eine Ironie. Wer hätte gedacht, dass dieser Ort meine Heimat ist, nach der ich so vergeblich suchte? Ist ja auch kein Wunder, dass ich sie nie gefunden habe. Wenn meine Heimat nicht mal auf Gaia ist. Jupp. Bist du denn nicht froh, endlich an den Ort deiner Geburt zurückgefunden zu haben? Ich weiß nicht, ob es echt besser ist, sowas da nicht erfahren zu haben. Das ist echt schon übel. Froh? Weißt du überhaupt, was es bedeutet, froh zu sein? Kennt ihr das Gefühl der Freude überhaupt? Ihr seid doch alle nur willenlose Kreaturen ohne Seele. Uff. Daran kann man nichts ändern. Schließlich wurden wir so erschaffen. Und hier vergewissern wir uns gegenseitig unseres Daseins als leere, seelenlose Körper, die ihrer Faden erfüllt zu werden. Na, echt big uft. Ja, wozu? Ich habe langsam genug von dieser Geheimnistuerei. Sprich endlich Klartext, warum bin ich in Terra geboren und in Gaia aufgewachsen?
Vor allen Dingen, ich lebe, ich besitze eine eigene Seele, aber warum sind hier alle völlig willenlos? Weil du etwas Besonderes bist. Ich hätte jetzt gedacht, er hat eine Seele erhalten, dass er schon diese komische Seelenwanderung durchgemacht hat. Was? Sie sind nichts weiter als leere Gefäße, dir aber wurde eine andere Aufgabe erteilt. Alles geschieht nach dem Willen unseres Herrn Garland. Ach, der alte Opi! Das ist der Opi! Garland? Wer soll das sein? Das ist der Opi! Garland ist der Verwalter der Planeten. Seine Aufgabe ist, für die Wiederauferstehung des Volkes von Terra zu sorgen. Die Wiederauferstehung des Volkes von Terra? Die Menschen hier sind gar nicht die Terrianer? Nee. Nein, sie sind nur ihre leeren Hüllen. So wie du und ich. Das wirkliche Volk von Terra schläft noch. Sie schlafen bereits eine halbe Ewigkeit. Das erinnert mich an ein anderes Game, aber da sage ich mal lieber nichts zu. Es war auch schon ein bisschen älter, aber deutlich neuer als Final Fantasy IX, aber das erinnert mich so krass daran. Oder da gab es auch diesen einen Anime, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber da waren die Leute eigentlich nur noch Computerdaten. Und dann gab es dann Körper und dann die sollten dann diese Computer... Ach, alles, ja. Schlafen bereits eine halbe Ewigkeit. Die Zeit wird kommen, in der Gaia zu Terra wird. Das ist der Zeitpunkt, an dem das blaue Licht zu rotem wird. Moment mal, ist es etwa das Ziel Terras, sich Gaia anzueignen? Was kann es sonst für ein Ziel geben? Seit jeher haben die Terrianer neue Planeten zu ihren eigenen gemacht, um zu überleben. Das ist so krank! Ist dieser Zeitpunkt gekommen, werden die Genome mit den Seelen der Terrianer gefüllt. Dann ist ihre Wiederauferstehung vollkommen. Was soll das für ein Plan sein? Vor allen Dingen, dann sieht ja trotzdem jeder gleich aus. Und fortpflanzen können die sich wahrscheinlich auch nicht. Also werden immer wieder die gleichen Seelen in die neuen Körper reingepackt, gehe ich mal von aus, oder? Warum macht ihr es nicht wie immer und zerstört alles mit eurer tollen Magie? Das wäre doch ein Klacks für euch. Vor einer langen Zeit versuchte Garland es mit Gewalt. Aber es schlug fehl. Da seht verdammt nochmal zu, dass ihr Land gewinnt. Echt nur. Und dieses einen Fehlschlags war Garland gezwungen, eine sehr lange Zeit zu warten. Er wartete und beobachtete Gaia, immer dann eingreifend, wenn die Esper ins Tageslicht traten. Oh oh. Deswegen zerstörte er das Dorf der Esper und verwüstete Alexandria. Wow. Aber was hat er gegen Esper? Die Seelen der Planeten besitzen alle ihren eigenen Kreislauf. Die Seele wird auf dem Planeten geboren und kehrt wieder zu ihm zurück. Mhm. Garland versucht, diesen Kreislauf selbst zu kontrollieren. Aus diesem Grund wurdest du erschaffen. Was? Garland erwartet dich. Komm. Ich frage mich, dieses Mädchen, warum wurde sie erschaffen? Was hat die für eine Aufgabe? Was zum Henker brütet ihr da aus? Dieser ganze Schwachsinn mit Terra und Gaia interessiert mich einen Dreck. Ich bin... Oh, wieder so eine Identitätskrise, wie bei Vivi. Wo bleibt sie denn nur? Wo es doch Lilly nicht gut geht, wo trödelt er nur wieder rum? Sag mal, Eiko. Ah, Lilly, du darfst doch nicht aufstehen. Es geht mir schon viel besser. Aber hör zu, ich habe eine Bitte an dich. Was denn, sofern es in meiner Macht liegt? Ich möchte, dass du für mich sie denn suchen gehst. Yay, Eiko! Okay, kann ich machen. Aha, jetzt weiß ich, du bist eifersüchtig, nicht wahr? Nein, das ist es nicht. Ich habe nur so ein mulmiges Gefühl. Gut, Eiko wird ihn suchen gehen, aber du musst mir versprechen, dich auszuruhen. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, der Hintern von Eiko? Das sieht so aus, als ob die eine Pampers tragen würde. Da! Trägt eine Pampers. Na, Heimat. Quina! Oho, was für ein großer Steinmampf. Was starrt ihr denn alle schon auf diesen großen Steinmampf? In diesem Stein ist fast zu essen, stimmt's nicht? Es ist ein richtiger Steinbackofen-Mampf. Aber ich spüre keine Hitze, Mampf. Ihr habt vergessen, ihn anzumachen, Mampf. Oder vielleicht doch etwas zu essen? Ich mal probieren, Mampf? Oh oh. Keine Antwort ist auch eine Antwort, sagt mein Meister immer, Mampf. Ja. Bisschen zu verschalzen. Ach, versalzen. Morgens, Marty. Alles klar bei dir? Ist doch. Sieh denn, was machst du hier? Schuschst du auch nach Eschen, Mampf? Hä? Ach, du bist Quina.
Wenn du da schon verschunken rumstehst, kann ich dich gar nicht von den komischen Leuten hier unterscheiden, Mampf. Ja, nicht mal. Man sagt, es gibt immer einen Doppelgänger, aber wer hätte gedacht, dass es hier gleich so viele gibt, Mampf? Naja, sind alles Klone. Die Welt ist schon voller seltsamer Schachen, Mampf. Ich weiß. Seht denn, was ist los? Stimmt etwa nicht, Mampf? Wer, was? Nein, geht schon. Ich bin immer ich selbst. Aber Quina, du bist ja wohl auch das exakte Ebenbild von deinem Meister, oder nicht? Stimmt. Bin gerade aufgestanden. Wie geht's dir? Mir geht's gut. War schon schön baden gewesen. Wäre schon wieder fast am Einschlafen gewesen, weil das Badewasser so schön warm war. Ansonsten alles gut. Ist doch klar, Mampf. Meister Quel und ich gehören ja auch zur gleichen Rasche, Mampf. Meine ich ja, von außen betrachtet sehen sich Angehörige der gleichen Rasse halt immer ähnlich. Das wird wohl schon scheinen, Mampf. Gleiche Rasche, Mampf? Naja, die sind fast 1:1 Kopien. Okay, wo die Seelen zu finden sind. Hallo, diese Gegend hier. Entschuldigung. Stimmt, die sind ein bisschen wie Vivi, ne? Was macht ihr denn? Also, ich finde dieses blaue Leuchten auch ganz schön. Ihr mögt es doch auch alle, oder? Ihr schaut ja alle die ganze Zeit nur darauf. Dieses Licht ist uns extrem unangenehm. Ach so. Oh, das Mädchen von vorhin. Zidane, was machst du denn hier? Was ich mache? Was machst du denn? Ich versuche mit den Kindern hier zu sprechen. Sie sehen ja ungefähr alle so alt aus wie ich, aber... Versuch's erst gar nicht. Von denen bekommst du keine gescheite Antwort. Na, das ist so übel. Aber ich glaube, wenn man es oft genug probiert, verstehen sie einen bestimmt. Naja. Erstaunlich, dass gerade du sowas sagst. Wow, Zidane. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Irgendwie haben sie große Ähnlichkeiten mit... Ja. Ähnlichkeit, dass ich ihnen ähnlich sehe, kann ich selbst... Nein! Mit den Schwarzmagiern, du Depp. Nein, nein. Ich meine nicht mit dir, sondern mit den Schwarzmagiern auf dem Frachtschiff zum Beispiel. Nicht vom Aussehen, aber eines weiß ich. Die Herzen dieser Kinder sind bestimmt nicht einfach nur leer. Ja, Zidane hat ja auch irgendwie eine Seele gekriegt. Vielleicht sind sie nur gerade auf einer Reise. Nicht leer, was? Zidane, wie kommst du denn hin? Zidane? Das ist so übel. Okay. Maharon, seine Bedeutung. Zidane hat jetzt echt keinen Plan mehr, was abgeht, ne? Hey, soll ich mir vielleicht die Haxen ablaufen? Wie weit denn noch? Ich sagte doch bis zu Garland. Na toll, aber da vorne ist Endstation. Es gibt einen Weg. Sieh, von dort gelangst du zu ihm. Ich find's auch geil, dass die so gar keinen Namen hat, ne? Er wartet dich bei den schlafenden Seelen, die darauf warten, endlich wieder auferstehen zu können. In seinem Luftschiff der Zeit, dem Pandemonium. Oh. Willst du dich nicht von deinen Freunden verabschieden? Hallo, verabschieden? Was? Ich weiß nicht, ob als Genom oder sonst was, aber auf jeden Fall wurde ich hier geboren, richtig? Das bedeutet, für die Menschengeist bin ich ihr Feind. Du verstehst schnell. Ja. Aber glaub bloß nicht, dass ich euer Freund bin. Aber wenn Terra... Wenn ihr praktisch meine Verwandten seid. Naja, fast identisch, ne? Sollte ich mich wohl lieber persönlich drum kümmern. Wow! Hi? Maragon, ist sie denn hier reingegangen? Ja. Der machte zur Abwechslung sogar mal ein ernstes Gesicht. Kann hier doch irgendwas nicht stimmen. Geht ihr ihn suchen? Was? Ich werde mitkommen, also stehe hier nicht rum wie ein Ölgötze. Nur wir zwei? Dem habe ich ja wieder die ganzen Dinge abgelegt, ne? So. Ups. Thermometer, ne. Na, der kann auch was ausrüsten. Ups. Die Viecher sind zum Großteil Dämonen, ne?
Dann gehen wir mal gucken. Lucky Lucky machen. Okay. Hi. Hey Duda, wo hast du Studenten entführt? Er ist aus freien Stücken zu Garland gegangen. Garland? Da hört sich ja schon allein der Name boshaft an. Aber Sidem wird uns auf gar keinen Fall allein zurücklassen. Er ist fort, um den wahren Grund seiner Existenz zu erfahren. Nein, ich glaub dir nicht. Hast du gehört? Er sei ein Feind Gaias. Dies waren seine letzten Worte, bevor er das Tor zum Pandemonium durchschritt. Ne? Ach du grüner Mori. Nee, jetzt... Ah, oh, Aiko. Den umherirrenden Seelen ihren Frieden... Da ist schon wieder diese Harfe, wie an diesem einen Baum. Das war ein riesen... Moment, ist dann dieser Baum der Katalysator? Das ist also das Gutshaus des werten Herrn Garland. Scheint ja ganz besonderen Wert auf Ausgefallenes zu legen. Ich finde, das sieht eklig aus. Na, dann wollen wir doch mal den Gastgeber höchstpersönlich begrüßen gehen. Ist einfach nur widerlich, wie das hier aussieht. Ist das alles so Blut oder so Hautfetzen? Wow. Okay, und da schlafen die Leute. Ich habe dich erwartet. Ne? Wer zum... Vor ungefähr 12 Jahren verlor ich ein äußerst fähiges Genom. Ja, sie denn. Ein Leben, das ich schuf und nach Gaia schickte, um den Kreislauf ihrer Seele zu stören. Hi, Butz. Morgen. Alles klar bei dir? Dieses Leben bist du und ich bin froh, dass du wieder zurückgekehrt bist. Halt die Luft an, Opa. Was ich bin, entscheide ich für mich selbst. Ich hab's nicht nötig, mir von einem alten Knacker was erzählen zu lassen. Vor allen Dingen, wie alt ist der Typi? Der ist ja wahrscheinlich schon uralt. Das verstehe ich. Du bist also Garland. Ja. Und wenn dem so wäre, dann mach ich dich kalt. Davor will ich alles wissen, wo es wird immer dunkler hier und regnet. Alter. Weshalb wuchs ich den Gaia auf? Warum wollt ihr Gaia zerstören? Keiner hat vor, Gaia zu zerstören, aber Gaia wird zu Terra werden. Naja, aber Gaia ist dann puff. Wahrscheinlich alles Leben auf Gaia wird dann zerstört. Was? Selbstverständlich verläuft nicht immer alles nach Plan. Wie auch die Tatsache, dass du in Gaia aufwachsen musstest. Ein anderes Leben, das ich schuf, war womöglich der Auslöser, der alles durcheinander brachte. Kuja? Ein anderes Leben? Wer soll das sein? Bestimmt Kuja. Jemand, der auch dir sehr gut bekannt ist. Ja. Folge mir. Noch ist die Zeit nicht gekommen, in der das blaue Leuchten Gaias von dem tiefroten Glanz Terras verschlungen wird. Der Typ ist creepy. Vielleicht bin ich noch auf deine Kraft angewiesen. Hallo? Pandemonium. Jetzt bin ich alleine hier. Also ich hoffe, es kommen keine Gegner. Halt! Halt! Warten Sie! Stopp! Ne? Ja. Und da sind jetzt alles Leute drin in diesen Dingern, oder was? Und jetzt erzähl mir, wozu um alles in der Welt. Der schuf die Genome als Hüllen für die bald erwachenden Seelen des Volks von Terra. Ja, das habe ich schon gescheckt. Aber vor 24 Jahren wurde ein Genom wie du mit dem Hauch des Lebens erfüllt. Kuja! Der hat bestimmt seinen Schwanz einfach abgeschnitten, wie sich das anhört. Aber dieses Genom besaß einen zu starken Willen, um seiner Aufgabe als leeres Gefäß gerecht zu werden. Und so hätte ich ihn fast zerstört. Aber ich hielt ein. Denn wenn dieser Genom eine solch mächtige Kraft besaß, warum sollte ich sie mir nicht zunutze machen? So entsandte ich diesen Genom als meinen Diener nach Gaia, um den Kreislauf der Seele Gaias zu leben. Ja, es ist sicher Kuja. Ich spuck schon aus, wer dieser Genom war. Kuja! Weißt du es denn immer noch nicht? Jemand, der dir sehr ähnelt. Der mir ähnelt? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der... Ja, weil er bestimmt den Schwanz abgeschnitten hat. Kennst du erstmal dein eigenes Ich, so wirst du sehen, wie groß die Ähnlichkeit eurer beiden Seelen ist. Den Genom, den ich nach Gaia entsandte, den man als seinen Bruder bezeichnen könnte. Ich finde das so schwierig, dass diese Rasse halt Genom heißt. Dann sagt er mal den Genom, obwohl so gesehen ist es ja das Genom. Wenn man das aus dieser Genetik nimmt.
Naja. Dieser Genom ist Kujo. Bam, 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 bam. Kujo? Kujo ist auch ein Genom, aber das kann nicht sein. Er hat keinen Schwanz und auch sein Aussehen ist. Er hält sein wahres Ich verborgen, verleugnet seine Herkunft als Genom. Er kann den wahren Grund seiner Existenz nicht akzeptieren, versucht seinen eigenen Weg zu gehen. Deswegen ist er so ein Narzisst. Kannst du jetzt sehen, wie ähnlich ihr euch doch seid? Nee, nicht wirklich. Hör auf zu labern, ich bin nicht wie ihr. Echt mal. Alter. Er sagte auch immer wieder, ich bin nicht wie sie und zeigte dabei auch die anderen Genome. Jum, jum, jum. Ich sag ja, wir laufen bestimmt auf den ganzen Terranern rum. Das Genom schien ja unbrauchbar, aber dennoch war seine Gier für eine bestimmte Mission optimal. Nämlich Gaia in einen verheerenden Krieg zu stürzen. Dies war die Mission, die ich ihm erteilte. Aber warum? Den eigentlichen Fluss der Seele zu zerstören und einen künstlichen, unnatürlichen Fluss entstehen zu lassen. Aber wozu? Ja! Meine Worte sie denn. Den Kreislauf der Seele zu stören führt zwangsweise zum alles zerstörenden Krieg. In dieser Hinsicht erfüllte er nicht nur seine Aufgabe, sondern übertraf gar all meinen Erwartungen. So ein Spaten. Was ist mit mir? Weshalb wurde ich nach Gaia geschickt? Bis du in Branbalu zum Leben erwachtest, konnte Kujo deine Existenz nicht akzeptieren. Genom, der seine eigene Macht überlegen war und ihm gefährlich werden könnte. Und so verbannte Kujo dich nach Gaia, wo die Saat des Bösen schon Früchte trug und der alles zerstörende Krieg schon im Anzug war. Im Anzug war? Was für ein Anzug? In was für einem Anzug war der denn? Du hast mich also aus demselben Grund erschaffen wie Kujo, um in Gaia den Krieg anzuzetteln? Genauso ist es gewesen. Alter. Deine Verbannung war nicht vorherzusehen, aber ich duldete es aufgrund seiner besonderen Eigenschaften. Kujo bedeutet der Krieg in Gaia gleichzeitig den Sieg über dich und die Bestätigung seiner selbst. Vielleicht hat er dich aus diesem Grund verschont. Der Sieg über dich bewies ihm seine eigene Existenz. Willst du damit sagen, dass nur aus diesem Grund so viel unschuldiges Blut fließen musste? In einem schwarzen Anzug. Ja. Aus diesem Grund sprichst du von Kujos Gier oder etwa von unserem Ziel, den Kreislauf Gaias zu stören? Von beidem. Was soll diese Störung des Kreislaufs denn überhaupt bringen? Da freue ich mich auch. Hallo? Die Säuberung der Seele. Das ist auch ein toller Begriff. Die Säuberung der Seele. Wir werden den Kreislauf der Seele Gaias Leben allmählich mit der Seele Terras ersetzen. Nee. Die natürliche Geschwindigkeit des Kreislaufes zu beschleunigen führt zum alles zerstörenden Krieg. Die Zeit ist gekommen, wenn Gaias Seele völlig verschwunden und ersetzt worden ist. Denn dann ist aus Gaia Terra geworden. Und das haben die wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, hunderte Male so gemacht und Planet zerstört. Aber wie soll das alles eingeleitet werden? Ihr sollt es schon längst wissen, der Baum Ifas und der Nebel dort entsteht. Ich sag's doch, da war diese riesengroße Harfe. Der Baum Ifas ist ein Seelenspalt. Ah, okay. Der Nebel, die gesäuberte Seele Gaias. Und was ist dann Vivi und die anderen Schwarzmagier? Den Nebel haben wir gestoppt, damit kannst du dir deinen Plan abschminken. Was sie gesehen haben, war nur ein kleiner Teil des Baums. Oh, geht der Baum durch den ganzen Planeten vielleicht? Auch jetzt ist er noch aktiv und versucht, den Kreislauf der Seele aufzuhalten. Sie, unser Terror. Okay, wo sind wir? Irgendwo auf dem Luftschiff, oder? Dies ist sozusagen die Messstation, um das Leuchten beider Planeten zu erfassen. Was heißt denn das schon wieder? Was bedeutet dieses Leuchten? Das ist der Mittelpunkt des Planeten. Der Anfang und gleichzeitig das Ende des Kreislaufes. Wie war das einer für alle, alle für einen, ne? Noch ist es das gleißende Licht Gaias, aber wenn das Leuchten von Blau zu Tiefrot wird, ist die Wiederauferstehung Terras vollkommen. Ja, das haben wir jetzt schon 10-mal gehört. Aus diesem Grund umhüllte ich dieses blaue Leuchten mit dem Baum Ifas und begann vom Inneren des Planeten aus den Kreislauf zu lähmen. Dies ist die wahre Funktion des Baumes, seine wahre Gestalt. Ihr seid nur seine winzige Krone. Oh Gott. Auch wenn die Säuberung der Seele Gaias stillsteht, so ändert es doch nichts an Fassungsproblemen. Ich möchte gerne weiterspielen. Also flößte Kujo die Seele Terras in den Baum Ifas ein und spielte den Sensenmann höchstpersönlich. Jupp.
So ist es. Er ist der Tod persönlich, den ich selbst geschaffen habe. Allerdings nur so lange bist du in der Lage, bis diese Rolle zu übernehmen. Hallo? Nee? Soll das heißen? Stand keine Notwendigkeit, Kultas Seele auf Ewigkeiten existieren zu lassen. Hier stand deine Erschaffung bereits fest. Ich also Kujo ersetzt habe, ist deine Existenz überflüssig. Richtig, und dieser Zeitpunkt ist bald gekommen. Seine Seele wird bald erlöschen. Oh oh. Ja, aber was sollen wir dann machen? Hast du nun endlich den wahren Grund deiner Existenz begriffen? Na? Nee, Sidan hat da keinen Bock drauf. Jetzt soll ich wohl lachen, oder? Ich wuchs in Gaia auf, lachte mit den Menschen dort, weinte mit ihnen und verbrachte mein ganzes Leben dort. Statt dieses kurzen und nichtigen Daseins auf Gaia ist es nicht von viel größerer Bedeutung, auf alle Ewigkeiten mit unserem Planeten zu leben? Nein, Mann. Du besitzt die Kraft, die Welt in einen Grund, dies alles zu vollbringen. Kraft hin, Kraft her. Wenn es für mich einen Planeten gibt, wo ich zu Hause bin, dann Gaia. Das ist der, wo meine Tantalus-Kumpels sind. Wo Vivi, Freya, Mahagon, Queena, Steiner, Aiko und Lilly sind. Nicht nur sie, sondern es ist die Welt, wo alle meine Freunde zu Hause sind. Wenn ich einen Grund haben sollte, dann den, dass ich dich und Terra für all die Trauer und die Schmerzen, die du über meine Freunde gebracht hast, für alle Ewigkeiten ins Jenseits befördere. Das ist meine Mission und das reicht als Grund für meine Geburt in Terra als Genom. Da bin ich gespannt, weil Kuja hat ja tatsächlich Angst vor dem Typi hier. Aber wenn Garland sagt, wir sind wahrscheinlich stärker als Kuja, sind wir dann noch stärker als Garland? Bedauerlich, gerade deine Seele wäre die Rolle als Todesbringer zugekommen. Den Tod werde ich auch bringen, aber dir, wenn dir so viel daran liegt. Schränkt sich deine Macht etwa nur auf deine körperliche Kraft? Sei still, ich habe genug. Diese Messstation wird deine Grabstätte sein. Törichter Narr. Oh nein. Mein Körper werde wieder zu einem seelenlosen Gefäß. Ist das jetzt Final Fantasy 7 oder was? Was zum... Oh oh. Deswegen hat Kuja Angst vor dem. Mein einfachen Genom ist das zu edlem Material, aber das ist wohl unvermeidlich. Oh, 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 oh. Scheiße. Nein, Kuja. Das ist doch seine Musik, ne? Ha, ha. Jupp. Ha. Wieder hierher zurückzukehren, das ist ja geradezu ekelhaft. Bald wird diese Kraft mein sein. Warte nur, Garland, und du sie denn. Wäre es doch bitter bereuen, mich zum Narren gehalten zu haben. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Schon bald werde ich es alle wissen lassen. Das Volk von Gaia, das Volk von Terra, und zwar wer der wahre Herrscher beider Welten sein wird. Oh oh. Es ist das Riesenmonsterschiff, das so alles zerstört. Auf dem Thron. You are King. Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht denken. Sidan. Ja, das war der Song. Das war mal mein Name. Viele haben mich früher so gerufen. Der Song ist toll. Sidan, du gibst immer gleich so an, um den anderen zu imponieren. Bam, 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 bam. Ja, mag sein. Dir fehlt der Ernst für das Leben. Ja, genau so ist es. Aber das ist es, was ich ausmacht, mein Bester. Was mich ausmacht? Du, Sidan, hast mir gezeigt, stark zu sein. Hör auf, ich bin noch gar nicht stark. Nicht nur den Weg des Eschen, sondern auch vieles andere hast du mir gescheit, Mom. Ja, aber du bist erst Level 20, Queena. Der Rest ist 35 oder so. Nein, ich habe doch gar nichts getan. Ist das, was Freundschaft ausmacht? Freundschaft. Bam, 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 bam. Zu denn? Ich verstehe nicht. Wer bin ich? Nur weil du bei mir warst. Ich bin müde, zu erschöpft. Nein! Nein! Mit der Macht der Freundschaft. Warum nur sie denn? Ich
bin so leer, ein leeres Gefäß. Deswegen. Sidan! Er spricht dort. Doch bitte auf, Sidan! Ach, die stehen davor. Wer? Ist richtig zusammen, Sidan! Sidan! Bibi! Heiko, wo ist Maragon? Du bist also wieder bei Bewusstsein. Und ich dachte schon, du wachst gar nicht mehr auf. Das erinnere ich mich. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, weil du einfach alleine weggegangen bist. Warum seid ihr gekommen? Was? Natürlich wollen wir dir helfen, Sidan. Du glaubst ja gar nicht, was los war, nachdem du einfach weg warst. Das alles geht euch nichts an. Was? Ich sagte, dass die Sache mein Problem ist und euch nichts angeht. Wow. Aber warum denn, Sidan? Siehst du, jetzt spielst du schon wieder den starken Mann. Von wegen, es betrifft eben nicht nur dich. Ich kann kaum laufen. Bitte, Sidan, lass uns wie immer gemeinsam gehen. Verschwindet. Das hier ist nichts. Für kleine Kinder. Wow, low, Sidan. Oh oh, Sidan? Sidan? Sidan! Was verletzt sie denn? Hab ich doch gesagt, ihr sollt endlich verschwinden! Boah! Es gibt Sachen, die nur Erwachsene was angehen. Nee, der kann doch kaum kämpfen! Oh nee! Was bist du denn, Einhorn? Woher so viel HP? Jetzt fliegt das Viech noch. Brauchst du Hilfe, mein Bester? Ah! Na, dann klauen wir doch wieder was, wenn sie wieder da ist. Ah, ein bisschen Hörner. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt Drachenfutter dabei hat. Er verfehlt, aber wir das schon haben. Ah, okay. Jetzt echt? Musste das Viech echt kritten? Was war das denn? War das jetzt Absicht? Was war das denn? Hallo? Jetzt nicht wieder Freya angreifen. Muss Freya in Ruhe. Ach komm. Ah, das wird nicht reichen, aber okay. Wie krittet mir das nicht das Viech einfach? Ach, nice. Ja, ich nutze halt das lieber als Elixier. So, aber jetzt lass es hier in Ruhe. Ach komm. Ich würde sagen, wir lassen Freya. Whatever. Ich schaff's das wohl allein nicht. Nee, weil Freya andauernd stirbt. Chakra.
funktioniert bestimmt eh wieder nicht, oder? Kamehameha! Ja. Ich weiß nicht, wozu ich diese ganzen Skills habe, wenn die bei Bossen nie funktionieren. Ist er jetzt auch tot? Also eigentlich sind die anderen Charaktere irgendwie nur Meatschilds, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, Steiner kommt jetzt gleich oder Lili. Oh oh. Geht eigentlich. Wir können ja doch nochmal, Freya versuchen, ne? Aber bitte Steiner oder Lilly. Mit Lilly kann ich heilen und Steiner ist puff. Nur eins? Eben hat sie 7 HP gehabt. Nein, lass Freya in Ruhe. Ah, stimmt. Ich hatte mir Konterzauber gegeben. Nice. Ich glaube, es ist bald auch im Eimer, oder? Ist voll am Schwanken. Aber jetzt muss doch Steiner kommen. Komm schon. Oh. Die sind alle so unterlevelt, weil ich die nie benutze. Okay, kein Steiner. Keine Lilly. Achso, Steiner ist wahrscheinlich bei Lilly. Übernimmst du dich nicht ein wenig, mein Bester? Lass den fürsorglichen Kameraden spielen, aber dann alles alleine regeln wollen, was? Auch keine Hilfe. Den Alten werde ich mir alleine vorknüpfen. Das schaffst du nicht, Alter. So warte doch sie denn. Nein. Als ob er es schafft, die Tür vor denen zuzumachen. Rark! Steiner! Mom! Oh nein, nicht die beiden! Weil Quina ist sowas von krass unterlevelt. So schnell gibt sich ein Steiner nicht geschlagen. Er streut in deinem Braten, Mom. Steiner, Quina. Sogar ihr. Nimm das, Mom! Mom! Okay. Aquina ist so im Arsch. Er ist so im Arsch. Das finde ich aber scheiße, weil die sind alle wirklich nicht gelevelt. Sollt doch nicht. Was spät sie denn? Und Quina liegt einfach nur tot am Boden. Okay, ja, gut. Funktioniert bestimmt eh wieder nicht, ne? Also können wir auch so angreifen. Hm. Können wir einfach mal wieder das versuchen. Irgendwann muss das doch klappen. Nee.
kein Crit. Okay. Steiner. Okay, was macht er jetzt? Dan wird bis dahin nicht über einen Tag kommen, bevor der Typ wieder angreift. Jo. Nee, nicht schon wieder. Nice. Wow, Steiner! Wow, holla die Waldfee. Ja, aber ich sag ja, Quina ist halt so krass unterlevelt. Da würde ich nur Items verschwenden. Pah, das ist doch eine meiner leichtesten Übungen. Denn du darfst uns nicht einfach zurücklöschen, Mom. Du musst mir noch so viele leckere Gerichte zeigen, Mom. Noch habe ich meine Entscheidung nicht getroffen, ob du der Richtige für die Prinzessin bist. Ja, und die bleiben halt einfach da stehen, ne? Lass mich doch endlich in Ruhe, ich kann euch doch nicht weiter hineinziehen. Es fehlt nur noch Lilly. Morgen, Pager. Alles klar bei dir. Seid doch alle zusammen ein Haufen Kindsköpfe. Immer noch Genshin am Suchten? Aber mir ist schon klar, dass ich der größte Kindskopf von allen bin. Nice oder nicht nice? Ich weiß es nicht. Es ist immer noch gerade erst wieder gestartet. Ja, aber... Oh Gott, oh Gott. Rawr. Stürmen. Okay, der macht Gott sei Dank nicht so viel Schaden. Wir machen aber auch nicht viel Schaden. Wir bräuchten echt Vivi oder so. Ja. Vielleicht schaffen es ja... Oh, Vivi und Aiko hier hin. Wie schade, was wir uns machen. Was geht noch? Jetzt noch trotzdem nochmal versuchen. Vielleicht. Nee, oder auch nicht. Oder auch nicht. Doch nicht versuchen. Oh, wer kommt jetzt? Lilly! Ist das etwa deine Antwort? Dann können wir wieder klauen gehen. Oh! Nicht sterben, Lilly! Lilly, nicht sterben! Easy peasy. Aha. Mal gucken, ob der Typ hier noch was hat. Naja, brauche ich nicht. Das war's. Oh. Jetzt wird sie denn volle Kanne abgehen. Oha, oha, oha. Jetzt aber hier. Plan 9. Ja, Lilly hat ja immer noch Reflekt drauf, deswegen kann ich keinen Heilungszauber auf sie draufhauen. Ich habe ja gedacht, er würde Erdbeben machen, aber... Naja, tot.
Aber ja, wenn man sieht, dass Quina nur Level 20 ist, uff. Lilly. Was ist also ganz auf eigene Faust? Bitte versteh doch. Ich kann die anderen nicht noch weiter hinziehen. Ich dachte, wir wären Freunde. Das sind wir auch. Und gerade deswegen wollte ich nicht. Ich bin kein Mensch von Gaia. Es hätte genauso gut kommen können, dass ich Spin der Alexandria ins Unglück stürzt. Hast du aber nicht. Es war Kuja. Glaubst du, da kann ich einfach ruhigen Gewissens mit euch umherziehen? Vor allen Dingen eher so, ich bin kein Mensch, Gaias. Du bist nur eine leere Hülle. Sieh denn, du warst immer für uns da, wenn wir dich brauchten. Aber du bist es, der nicht versteht. Denn wir waren uns ebenso für dich da. Genauso wie du auf uns aufgepasst hast, haben wir auch auf dich aufgepasst. Genau wie du uns vertraut hast und an uns geglaubt hast, haben wir dir vertraut und an dich geglaubt, sie denn. So wie du uns immer beschützt hast, möchten wir dich jetzt beschützen. Wir möchten dich beschützen, sie denn. Oh, sie denn beschützen. Lilly. Schurste Schmamm. Mein Meister sagte immer, hast du was Schleckeres bekommen, musst du was Schleckeres geben, Mamm. Denn ich schulde dir noch jede Menge schaftige Frösche, Mamm. Mina. Würde ich dich allein ziehen lassen, wäre ich der Ritterschaft nicht würdig. Der Name Steiner für immer befleckt. Das versuche erst gar nicht, uns davon abzubringen. Wir werden dir bis zum bitteren Ende folgen. Ich finde das lustig, dass Steiner ist ja sein Nachname. Aber jeder nennt ihn einfach nur Steiner. Steiner. Hey, ich glaube, ihr seid ebenso große Kindsköpfe, wie ich es bin. Ja, jetzt fehlen aber noch die richtigen Kinder. Das Kompliment gebe ich zurück. Lass uns gehen. Aber Moment. Wo sind denn die anderen vier? Ja, die haben wir eingesperrt. Kann es sein, dass sie vielleicht ausgesperrt wurden? Ja, nee. Du hast sie eingesperrt. Wahrscheinlich, Mom. Das kommt davon, weil der Herr meinte, er könne alles alleine meistern. Da muss ich zustimmen. Einfach unverantwortlich. Jetzt sag nicht, ich muss mit dieser Truppe durch die Gegend laufen. Ihr sprecht euch da auch nur mit Nachnamen an. Okay, Fager. Ja, ja. Sehr gut, ich hab's ja eingesehen. Dann holen wir die anderen und gehen alle gemeinsam. Nee, das lassen wir. Aber hier, den Typen, den müssen wir echt. Immer diese Eifersplitter. Warum? Das ist, ich glaube, das ist das beste Item, was wir ever haben. Das ist echt so das beste Item, was wir haben. Deswegen kriegt das einfach jeder. Na gut. Dann laufen wir wieder zurück. Komm. Hä? Sie denn, du, einfach so alleine losziehen gilt nicht. Entschuldigt, Leute. Ich weiß jetzt, dass ich doch eure Hilfe brauche. Aber nur, wenn du uns nicht mehr alleine lässt. Aber nein. Du scheinst dich also endgültig entschieden zu haben. Immer diese lästige Hin und Her. Und jetzt gibt's nur noch einen Weg, den zu Garland. Was, sind wir schon am Ende? Ja, der fällt mir ein. Der Moki aus Branbalu war so nett und ist mit uns gekommen. Wenn er eine Pause braucht, sagt mir Bescheid, Kupo. Korrekt, das wird uns helfen, diesen verrückten Ort hier zu bezwingen. Ja, zusammen schaffen wir es. Ja, so, wechseln. So, wir brauchen die Niedlichen wieder. Niedliche Party, let's go. So. Heiler in der Mitte. Ich sage hier, der ist Level 30, 27, 20 und 27. Ich bin so im Arsch, wenn wir auf einmal mit zwei Partys kämpfen müssen. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber eine kurze Pause. Ich spiele mal eben kurz eine kleine Ad. Und dann geht's dann gleich wieder weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Ihr könnt was zu trinken holen, Frühstück, was weiß ich nicht alles. Bis gleich.
So, Dalle, da sind wir wieder. Okay, hat wahrscheinlich keinen Brief. Genau, die haben wir noch alle in Verwahrung. Ah, da können wir Gruppenmitglieder wechseln. Nein. Oh. Oh. Kaufen wir doch. So, dann haben wir jetzt kein Geld. Ah, das Ding, das war halt... Das hat mich getauntet. Okay, speichern. Nicht vergessen. Okay. Ich laufe jetzt nochmal da hinten hin, wo sie denn war. Vielleicht haben wir irgendwo was übersehen. Können wir das jetzt auch schon ausrüsten? Ah, es ist dann noch am Lernen. Nee, nee, wir lassen ihn das erstmal lernen. Ob es noch hier irgendwo was gibt. Aha! Das ist ein Birett. Ist das eine Mütze? Wie so ein Barett? Ist das eine Waffe? Moment. Ah nee, es ist Räuberauge und wir lernen Räuberseele. Was ist das hier im Gerät? Birett. Spricht man das Birett aus? Da ist doch ein Hut. Das ist ein Hut. Das ist ein Hut. Ein Zauberreflex ist so gar nichts da, aber. Ja, fixe. Kidoki. Dann auf zu Garland. Garland, ne? Was zum Geier? Na, alles. Komische Dinge. Hä? Moment. Was habe ich hier verpasst? Ah, drücken. Alles drücken. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Was habe ich gemacht? Morbo? Gleich explodiert's. Warte. Warum schwebt das Ding? Warum schwebt es? Naja, Zeit abgelaufen. 11.000 Windelement. Ich hab kein Windelement. Warum denn nicht Feuer? Feuer. Naja, ist fast Wind, ne? Voll fast Wind. Wo Donner ist, da ist auch Wind oder so ähnlich, ne? Ich kann einfach mal das draufhauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ist ja klar, irgendwie alles verfehlt. Alles verfehlt. Ja.
hauen einfach wieder Feuer drauf. Aber wofür ist die Zeit? Müssen wir die Dinger da drücken? Und das war jetzt halt dann doof, dass wir angegriffen worden sind. Nee, nicht wieder fliegen. Dum, dum. Ach komm, jetzt echt. Das war 10. Ja. Also wir drücken das. Dann was? Wir sind Äpfel, jetzt kämpfen wir gegen Äpfel. Warum kämpfen wir jetzt gegen Äpfel? Warum kämpfen wir jetzt gegen Äpfel? Oder so eine Clownsnase. Ja, komm, Lilly. Was? Was? Moment, die Dinger fliegen. Der Mutter. Excuse me? Also ist das nicht böse oder was? Los, Baby. Ich wünschte, ich hätte irgendeinen Flächenzauber. Okay. Das heißt, jetzt versuchen wir mal nicht in die Lichtsäulen zu laufen. Weil immer wenn ich da jetzt reingelaufen bin, dann kam ein Kampf. Tatsache. Tatsache. Ist das Licht? Nee, da hab ich keine Lust drauf. Ich hol die. Geh weg. Ja. Ich auch. Alter, alles? Wow. Also müssen wir uns irgendwie merken, wie das Pattern hier ist. Oh, das kann was werden. Ich und mein Big Brain.
kann das werden. Hier dürfen wir langlaufen. Hier. Oh nein. Ah, das Ding, das könnten wir jetzt eigentlich. Ja, dann machen wir. Jetzt sind wahrscheinlich alle tot, bis auf sie denn. Gott, ist das ein blödes Rätsel, in Anführungszeichen. Naja, das ist alles noch okay, weil wir haben ja hier unser Autoregen. Komm, Eiko. Oh, Lilly ist bald in Trance. Jetzt kriege ich auf einmal mehr HP jetzt. Irgendwie schon, oder? Irgendwie dieses blöde Pattern rausfinden. Okay, also Lilly und Eiko haben was gelernt. Ich weiß, wer es besser war. Sind echt alles schlechter, krass. Ich finde das halt so krass, Latex-Toga. Was für Vivi? Ja, dann fliegt er jetzt mal halt. Das ist noch am Lernen, das ist der beste Stab, den wir haben, okay. Okay, also hier können wir safe langlaufen und können wir hier safe langlaufen. Okay. Okay, und jetzt? Ah! Lauf! Lauf! Lauf, Junge! Lauf! Wir haben es geschafft. Keine Ahnung. Ich muss das Ding zu uns zeigen. Also muss es 4. Wir müssen es 4 sein, ne? Also wieder 1 zurück. Okay.
Ah, wir können dann von verschiedenen Seiten. Das ist das Richtige. Hier sind wieder überall Augen. Das ist super creepy. Ja. Ah, wir haben die Kiste verpasst. Ja, immer hoch, immer hoch. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber immer hoch. Oh nein, Farben. Okay. Ich wäre es besser, wenn wir das obere genommen hätten. Ich möchte gern zu ein paar Kisten schon kommen, ne? Okay, gut, gut. Springerstiefel. Ja, nee, ist klar. Gucken, kannst du denn nicht tragen? Er ist noch am Lernen. Nee, dann lassen wir das. Was hat sie denn noch so? Eine Autopotion. Locken wir jetzt mal da hoch zu dem Blauen. Okay, also alles noch ziemlich straightforward. Das Rote müsste zum Roten. Ich möchte mal zu den anderen hin. Wir gehen jetzt erstmal zelten, speichern und dann versuchen wir mal zu den anderen noch hinzukommen. Diese Dinger da im Hintergrund, ich weiß nicht, aber ich sag da nichts zu. Ich sag da nichts zu. Ich sag da nichts zu. Da gab's ja keinen anderen Weg, ne? Das ist das rote Ding. Ne, wir wollen nicht runter. Oh, Scheiße. Vielleicht ist auch rechts nur ein Hebel, den wir umstellen müssen. Oh nein, nicht das Ding hier. Nehmen wir das nochmal. Und Eiko. Vielleicht Kabunke. Ihr das geben. Aber dann. Insektenartig. Kann fliegen. Windelement an für mich. Ich hab keinen Wind. Oh nein. Okay. Hätte ich gerne für den Boss gehabt, aber okay. Gehen wir gleich dann nochmal zelten, damit wir die MP ein bisschen regeneriert kriegen. Ja. Weiß nicht, warum das Viech nicht für Feuer anfängt. Oh nee. Scheiße. Jetzt bitte nicht killen, bitte nicht killen. Lilly, bitte nicht killen. Garnett geklaut, okay.
Nicht killen, nicht killen, nicht killen. Eigentlich muss nur noch XP kriegen. Okay. Hier müssen wir eigentlich killen sein. Nicht wieder. Nein, 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 nein. Okay. Alles gut. Alles gut. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass obwohl ich das Viech analysiert habe, ich nicht sehe, wie viel HP es hat. Dann muss man es halt nochmal analysieren. Das ist so ein bisschen meh. Aber gut, das Spiel ist auch schon uralt. Ich glaube, das ist immer noch das Beste, was er hat. Ja. Na, wir wollen da haben. Das war doch das Beste, was er hatte, ne? Dann geben wir ihm mal das. Ah, okay. Ich hätte es gedacht, dass Aiko das nutzen kann. Besseres. Ja, ich glaube, das ist das Beste, was ich habe. Das lernt er noch, das ist auch das Beste in meinem Leben. Okay, Ich glaube, das ist das Beste. Na gut, dann müssen wir hier wieder doch zurücklaufen. Zelten, speichern und vielleicht können wir rechts irgendwas umlegen. Das kann natürlich sein, dass es da irgendeinen Schalter gibt. Weil da ist echt viel, was uns jetzt links fehlt. Gruppenmitglieder werden wir nicht wechseln, weil die alle unter Levels sind. Ich habe keine Lust, die zu leveln. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich nicht so gut, mit drei Magiern rumzulaufen, aber... So bin ich nun mal halt. Okay. So. Dann machen wir mal Lucky Lucky. Hier wird das richtig gefährlich, Kuku. Wollt ihr trotzdem weitergehen? Ja, okay, wir können nicht mehr nach links zurück. Wahrscheinlich hätte ich irgendwas anderes in dem anderen Raum vorher machen müssen, wo wir weiter unten waren, wo man diese Scheibe drehen konnte. Siehst du die Sternwarte, wo du mir sagst, sie denn, du seist derjenige, der mir den Tod bringe? Aber überlege, es ist ja nicht das Leben selbst, das den Tod bringt. Um zu überleben, entreißen wir anderen ihr Leben. Naja, selbst an unser eigenes Fleisch und Blut legen wir manchmal Hand an. Der Sinn des Lebens liegt im Töten. Hallo? Was ist das denn für ein Kerl? Dieser qualvolle Schmerz, nur dann überleben zu können, wenn wir ein anderes nehmen. Ich glaube, der Typ ist nicht mehr so ganz, eine ausgereifte Zivilisation wird diesem Schmerz bald unterliegen. Die Seelen Terras schlafen, bis dieser Schmerz vergessen ist und erwachen dann in einer neuen Dimension auf, einem neuen Planeten. Einer Zeit auf einer Welt, die selbst über das Leben und sogar den Tod erhaben ist. Wir sind es, die erhaben sind. Wir sind es, denen dieses Schicksal zuteil wurde. Wir sind diese Existenz, die selbst über dem Leben oder dem Tod steht. Die haben sie doch nicht mal alle. Zidane, ich frage dich noch einmal. Was bist du? Galan. Tust mir leid. Ja. Trotz unserer Unvollkommenheit haben wir Freunde, die uns helfen. Alleine das ist schon Grund genug für mich zu leben. Wir beschützen, was uns wichtig ist. Die Menschen, die uns wichtig sind. Wir mussten zwar viele Umwege gehen, aber am Ende haben wir uns alle selbst gefunden. Vielleicht sind wir niedere Wesen, aber gerade deswegen unterstützen wir uns. Und das macht uns stark. Johaha. Dann lasst mich euren starken Willen im Angesicht des Todes auf die Probe stellen. Ah, oh, Drache. Der ist grün. Ich glaube, Kuja hatte einen blauen Drachen, oder? Blauer Drache mit eiskaltem Blick oder sowas. Jetzt sag nicht, der ist auch windanfällig. Ich habe keinen Wind. Wir haben vergessen, Aiko Reflekt zu geben.
Okay, das war jetzt babymäßig. Ja, Fenrir kann nicht viel aushelfen. Gucken wir doch mal Analyse. Komm. Das war auch Baby. Diebstahl fehlgeschlagen. Mal gucken, ob Analyse auch fehlschlägt. Jetzt echt? Willst du mich verarschen? Okay. Okay. Na dann. Silberdrache. Das ist doch ein Silberdrache mit eiskaltem Blick. Wo ist der denn Silber? Irgendwie Knick in der Optik oder so? Wo ist denn der Silber? Wir klauen einfach mal weiter. Oh oh. Könnte sein, dass Eiko auf drauf geht. Nee. Wen heile ich denn gerade? Eiko oder? Die heilt sich gerade selber, oder? Das mal. Du bist doch fehlgeschlagen. Hallo? Ich hätte bestimmt noch bessere Klamotten. Das hat nicht gerade viel getroffen. Okay. Alles noch gut. Konter nice. Feuerbeauge. Vajuskralle. Elixier. Naja, Vajuskralle ist für Mahagon. Mahagon spielen wir nicht. Wir können ja noch einmal versuchen zu klauen. Versuchen wir noch einmal zu klauen und dann hauen wir drauf. No. Ja, ich liebe dieses Auto, Regina. So, komm, klau. Klau sie denn. Dann nicht. Dann nicht. Dann hauen wir jetzt halt drauf. Ja, ja, Schockwelle, Vakuumwelle, blablabla. Mal einfach jetzt schon selber heilen. Und vielleicht haut Baby das Viech ja auch schon um. Also schwer ist das Ding jetzt nicht. Okay, das war's. Und Zidane hat eigentlich gar nichts getan. Er hat immer nur gekontert und versucht, was zu klauen. Okay. Super theatralisch. Return to Pixels. Ich glaube, einen Dunkelschweif haben wir schon. Galant, jetzt stelle ich dir eine Frage. Was ist dein Wunsch? Zu töten! Ich törichte Frage. Mein einziger Wunsch ist die Wiederauferstehung Terras. Das ist keine Antwort, denn das ist der Wunsch Terras. Du hast dich nicht mit ihnen schlafen gelegt, sondern wartest hier allein, dass die Zeit vergeht. Weil ich die Existenz bin, deren Aufgabe es ist, die Dinge zu verwalten. Und deswegen wurde ich erschaffen.
Also ist er eigentlich auch nichts weiter als eine Marionette, ne? Einer Welt, die über das Leben und den Tod erhaben ist. Die Zeit abzuwarten ist der Sinn meines Lebens. Ich bin die absolute Existenz und ich verwalte die Seelen. Ja, ja. Du bist das Alpha und das Omega. Oh! Oh, oh! Jetzt kommt richtige Bossmusik. Oh, oh! Babadadam! Warum wird es jetzt dunkel? Warum wird es jetzt dunkel? Jetzt kommt der richtige Boss, ja! Können wir den denn wenigstens analysieren? Mit Sicherheitszeugs. Wir können auch einfach mal wieder dieses 777 ausprobieren. Vielleicht funktioniert es ja irgendwann mal. Flair. Okay. Ich sag, der funktioniert bestimmt auch wieder nicht, Analyse. Springerstiefel geklaut. Die haben wir schon. Die haben wir schon. Jetzt? Da steht kein Zauber. Pulswelle. Okay, auf alle. Okay, okay. Was? Das sah aus, als ob das so ein AOE ist. Nope. Witzka? Dunkelgewand geklaut. Eiska war mehr, ne? Folge. Oh oh. Willens Graf! Ey, ist Lilly in Ruhe. Okay, alles gut. Was denn, wenn wir schweben? Kann er dann immer noch dieses komische Ding machen? Sie hat ja echt nicht viel. Ja, ich finde es halt besser, wenn wir auch so AOEs hätten für die Spells. Irgendwie. Nö. Oh Scheiße. Jetzt kann sie sich nicht heilen. Hat der Typ hier eigentlich noch was? Ob der noch überhaupt was hat. Ich hatte auch schon nichts mehr. Doch! Das
das will ich. Ninja! Ninja! Ups, vielleicht ist sie jetzt auch tot. Schwein. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel Damage Eisbär gemacht hat. Wir versuchen weiterhin was zu klauen. Ach nee, jetzt macht doch nicht schon wieder Stopp. Ich meine, Eiko hatte Medica, dann können wir damit Stopp heilen. Stopp! Kurzwelle! Hame, hame, ha! Also, schwer finde ich den Gegner nicht. Ich wette, da kommt immer noch was. Da kann nicht sein, also... Okay! Medica hilft nicht. Na dann. Wow. Never mind. Das ist echt scheiße. Ich weiß halt nicht, ob Stopp auch irgendwann aufhört. Ich glaube, ich habe mich gerade so ein bisschen gejinxt. Ich so, eigentlich ist der Boss gar nicht so schwer. Nee, jetzt aber Eiko in Ruhe lassen. Okay. Ich will das Ninja gewonnen. Kommen Sie denn? Ninja gewann. Hier, alter Opa gegen alter Opa. Nee. Ich will jetzt mein Allheilmittel nicht nutzen. Denn du Lappen. Gibt es nicht irgendeinen Skill, Technik? Nee. Einfach alles klauen. Gibt kein Skill dafür. Ich will das Ninja Ding. Oh scheiße. Ich hätte ihn heilen sollen. Vivi. Ich will das Ninja Teil haben. Das kann jetzt noch stundenlang so gehen. Also Stopp hört nicht auf. Nee, sie denn gestorben. Oh oh. Aha! Und schon sie denn. Du kannst das. Hört halt nicht auf. Denn du Lappen.
Also Lotto spielen sollte sie denn nicht. Ganz ehrlich. Irgendwann muss er das Ding doch kriegen, oder? Jetzt mach nicht wieder Stopp. Okay, jetzt können wir draufhauen. Ich mach jetzt auch nicht mehr 777, weil das ist auch so krass Lotto. Sollten wir wirklich doch Garnett, also Lilly, gegen Steine austauschen. Nicht wieder... Oh. Komm denn immer auf meine Damage-Spieler. Keine Ahnung, wie viel HP der Typ hier noch hat. Komm. Wie viel HP hat der Typ denn? Wir brauchen halt die Damage-Dealer. Die macht zwar gut Damage, aber sie damaged halt besser, weil... nicht mehr die Party jetzt austauschen. Scheiße. Ich mache das jetzt einfach vorbeugend auf ihn, dass dann wenigstens da kein Stopp gecastet wird, beziehungsweise es reflektiert wird. Jetzt echt? Nach 10 Minuten oder so. War nicht mal schlecht. Gib auf, Garland. Aber was ist denn jetzt los? Kuja! Nee, 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 nee. Ah.
soll ich nicht lachen? Die Kraft, die Seele Invincibles kontrolliert und die Kraft der vielen Seelen, die in ihr gefangen sind. Was wäre, wenn ich damit versucht hätte, Garland zu trotzen? Oder wird der Herr Garland ja noch immer von seinen geliebten Genomen besessen ist? Auch die Invincible habe ich mir einfach genommen. Was nun, Herr Garland? Nahahaha, welch eine Schmach, von seinem eigenen Fleisch und Blut sozusagen betrogen zu werden. Kein Zufall, oh nein, das ist Schicksal. Dieser Planet hat mich als seinen neuen Herrscher auserkoren. Ich werde mich sogleich hinzugesellen, um das Finale einzuläuten. Was, jetzt schon Last Boss? Nee, kann nicht sein, hallo? Wir müssen nochmal zurück nach Gaia. Okay, fliegen kann der Typ hier auch. So sehr ich auch wollte, ich kann einfach nicht aufhören, euch zu lieben. Uah. Schließlich habt ihr für mich das Siegel zu Terra aufgehoben, zudem noch Garland aus dem Weg geräumt. Sieh denn, du bist wirklich ein äußerst gut erzogener und liebenswürdiger Genom. Fürwahr. Hey, der Typ, der... Deshalb bist du gekommen, Kuja. Aber, Bruderherz, was ist denn das für eine abweisende und kalte Begrüßung? Sei still und nimm mich ja nicht nochmal deinen Bruder. Oh, wie angsteinflößend. Habt ihr seine Worte vernommen? Ich glaube, er will sich den heiligen Gesetzen Terras nicht unterwerfen. Was hast du vor, Kuja? Vorhaben? Aber wer wird denn gleich an etwas Böses denken, wo ich mich doch extra herabbemüht habe, um für Terra dieses Ungeziefer zu beseitigen? Kommt, meine geliebten Narren. Ihr werdet euch hier und heute zu den schlafenden Seelen Terras legen. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Ich möchte meine Party wechseln, hallo? Darf ich meine Party wechseln, bitte? Bam, 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 bam. Ja, der ist krass am Zaubern, der Typi. Das waren nur die zwei, weil sonst kann ich die anderen nicht heilen. Oh! Oh! Ah, dann haben wir jetzt aber eins verpasst. Oh, scheiße. Karabiniere geklaut. Was auch immer ein Karabiniere ist. Okay, da haben wir den einen schon gewastet. Aber jetzt. Der greift jetzt auch immer nur die an, die keinen Reflekt haben, oder was? Was sollen diese Streicheleinheiten? Ich hab bestimmt noch was. Hauen wir es doch mal lieber drauf. Lasst mich eure wahre Kraft spüren. Ich bin dabei. Ich will aber erstmal Sachen klauen. Das macht nicht so viel Schaden. Kommt, Lili oder Eiko. Nee. Was ist gut, das? Das. Oh, Eiko hat nicht mehr. Ich hab schon fehlgeschlagen. Okay, das heißt, Eiko hat nicht mehr.
Das trifft den irgendwie alles gleich, habe ich das Gefühl. Na ja, klar. Kaum hat sie keinen Reflekt drauf. Machen wir wieder Folger, aber das ist alles das gleiche noch. Die beiden müssen mal Ether kriegen. Keiner hat mehr Reflekt. Mal Babyzauber. Kommst du denn? Doch mal lieber gucken, ob er tatsächlich noch was hat. Schutz, haha. Okay. Hast du noch was? Njong. Okay. Brauch mal wieder so 10 Tries oder so. Sammeln. Ich find's so lustig, wenn er umfallen würde von so einem Bonk. was? Also, ah. Interessant. Interessant. Ihn das nicht treffen, aber wir können es reflektieren. Aber da es eh nicht so viel Schaden macht. Eigentlich können wir uns Reflekt sparen. Haben wir ja gesehen, es verfehlt, aber es macht auch nicht so viel Schaden. Oh, kommen Sie denn? Wie viel HP hat der Typ hier denn? Bonk. Jetzt nochmal auf sie denn oder Lilly, bitte. Sie denn, komm schon, die Locken. Ah, sie hat noch keinen Reflekt, ne? Nee.
Nee, nee. Nee, nicht Silenzio. Noch 3 Tries. Lassen wir noch 3-mal klauen. Ich will nur 3-mal klauen zu lassen. 1. Oh! Nice. Vielleicht killt er sich jetzt selber, das wäre lustig. Nee, schade. Ist schon irgendwie lustig. Versuche. Oh, Icon und Lily sind gleich in Trance. Das ist so. Okay, das trifft ihn eh nicht. Steht da einfach nur so. Komm, sie denn, du kannst das. Sie denn, hau rein. Du Spaten. Okay, letztes Mal. Ich weiß gar nicht, ob mein Äther. Mein Äther kaufen können. Ich will das Ding haben. Ich will das Ding haben. Okay, ein letztes Mal. Alle guten Dinge sind 4. Okay, sieh denn, ich glaube an dich. Ist tot. Und Siden hat kein einziges Mal angegriffen. Darauf habe ich so lange gewartet. War. Ist das die Macht der Trunks? Kostet meine allmächtige Kraft. Nee! Ultima? Ultima? Ja, das ist sie. Das ist die Kraft und Macht, nach der ich so lange gesucht habe. Diese wütende Kraft der Seelen, die ihren Tod nicht akzeptieren können und nun aus meinem Inneren nur so heraussprüht. Was soll das heißen? Das ist die Trance. Sie dürfte euch doch auch nur allzu gut bekannt sein. Nur ist es keine simple Trance. Ihr könnt nicht gewinnen. Verglichen mit meiner ist eure Lebenskraft nicht mal so stark wie die einer Juckzirpe. Alter, was geht mit dem? Nachdem ich sah, welche eine Kraft selbst ein Mogri im Trance-Zustand erhält, begann ich zu überlegen. Naja, der Mogri, der war ja aber eigentlich eine Bestie. Ich lasse mich mal eben ein bisschen anders hin. Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich nur die Kraft der Seelen leihen, die noch nicht bereit zum Sterben waren. Und wo holte ich mir diese Seelen nach von der Invincible? Moment, hat der jetzt echt die Leute von Terra benutzt? Euch ist es wohl eher bekannt als das blutrote Auge, das am Himmel schwebt. Damals raubte es aus Madensari und neuerdings aus dem Baum Ifas und aus Alexandria eine Unzahl von Seelen, die es in sich einschloss. Okay, also doch nicht Terra, sondern von Gaia. Als ich beim Baum Ifas die Kontrolle über Bahamut erlangte, konnte die Invincible noch eine mächtige Seele absorbieren. Ihr wisst ja auch schon, welche das war. Rain? Nicht etwa. Richtig, die schwarze Seele deiner Mama, mein Kleines. Eine Seele, die vom Leben geradezu besessen war. Die verfluchten Seelen empfingen mich voller Freude, als ich mit meinem Vorhaben wieder die Invincible bestieg.
bevor sie für Ewigkeiten von Galan eingesperrt bleiben, ging für sie sicherlich geradezu ein Traum in Erfüllung, in dem sie zu meiner Kraft werden durften. Der Typ ist größenwahnsinnig. Und so wie es aussieht, werter Herr Galan, hast du deine Arbeit für mich getan. Nochmals schönen Dank im Namen aller Beteiligten. Im Namen aller Beteiligten, das ist nur der Typi! Von nun an werde ich sowohl Terra als auch Gaia beherrschen und sie mit meiner großzügigen Liebe beglücken. Du wirst an deiner neu erlangten Kraft keine Freude haben. Du bist aber ein schlechter Verlierer, Garland. Das hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Kickt er den jetzt runter? Urk! Urk! Hahaha! Welch schmachvoller Anblick. Willst du zu guter Letzt noch irgendwas sagen? Das ist Sparta! Das ist sinnlos, Kuja. Ja, Sparta. Huak! Nun wieder zu euch. Als Dank für alles, was ihr für mich getan habt, werde ich euch schnell und schmerzlos töten. Oder soll ich euch doch meine Liebe zeigen, euch qualvoll umbringen? Oh, mir ist eine brillante Idee gekommen. Wie wäre es, wenn ihr menschliche Pfeiler meines von nun an ewigen Königsreichs bildet? Was? Ihr werdet 8 Pfeiler bilden, die mein Königreich stützen. Jeder wird zu seinem eigenen Pfeiler. Und? Ist das nicht eine fabelhafte Idee? Hört sich doch einer diesen Psychopathen an. Du hast nicht die Zeit, ein ewiges Königreich zu gründen. Wer ist das denn jetzt? Diese Stimme. Etwa Galand? Oh? Gibt es immer noch etwas, das du sagen möchtest, alter Greis? Das Gefäß für die Seelen, was du unnützt. Glaubst du, ich hätte so ein Genom ewiges Leben geschenkt? Ist wie die Schwarzmagier, die ja auch nur maximal ein Jahr leben können. Wie bitte? Was willst du damit sagen? Es war ausreichend, deine Seele auf den Zeitpunkt abzustimmen, an dem der nächste fähige Genom sie dann zur Reife gelangen würde. Dir noch mehr Zeit zu gewähren, wäre gefährlich gewesen. Also stirbt er irgendwann. Nun komm endlich auf den Punkt. Die Lebensdauer deiner Seele ist nur von begrenzter Zeit und deine Zeit ist bald abgelaufen. Haha. Auch die Vernichtung meiner wird dies nicht verhindern. Du wirst zu Staub zerfallen, ohne dass die Nachwelt je von dir erfahren wird. Hahaha. Ich wusste doch, dass du ein schlechter Verlierer bist. Meine Seele erlischt? Ist das das, was du andeuten willst? Es ist nichts weiter als eine Lüge, um mir meinen Triumph zu verderben, nicht wahr? Antworte Garland. Oh, jetzt ist er aber hier so Panik am Schieben. Du warst lediglich ein Todesgott auf Zeit. Das ist der wahre Sinn deiner Existenz. Ich weiß nicht, von wo Garland eigentlich das so brüllt. Der wahre Sinn? Ich bin bereits unnütz? Welche Ironie des Schicksals. Jetzt, wo ich endlich die ersehnte, unermessliche Kraft in meinen Händen halte, soll meine Seele erlöschen? Sterben? Ich? Ich werde meine Seele verlieren. Meine Seele? Verhöhne mich sie denn, ich, der über die Schwarzmagier lachte. Und jetzt stellt sich heraus, dass ich selbst nur eine Marionette bin? Welch ein lustiges Trauerspiel. Ich, der die Seele Gaias zum Kollabieren brachte, auch nur eine billige Marionette? Kuja. Eine Welt, die meine Existenz ignoriert. Eine Welt, in der ich nicht bin. Oh oh. Uah. Hat der jetzt mal eben so die Stadt ausgelöscht? So, wenn er nicht mehr leben darf, darf kein anderer mehr leben. Einfach alles umbringen. Okay. Na dann. Okay, also ich würde mal sagen, Terra ist jetzt, ist das jetzt hier wieder so eine Map mit Zeit? Ist da völlig durchgedreht.
Zidane, lass uns fliehen, bevor er in seinem Wahn auch noch diesen Turm hier trifft. Schon klar, aber wir müssen auch an die Verwundeten denken. Wie sieht es mit dem Schiff aus, welches Kruger die Invincible nannte? Sie muss in der Nähe notgelandet sein. Na klar, das hatte ich ja schon völlig vergessen, aber trotzdem. Okay, dann geht ihr schon mal vor und wartet auf mich. Ha? Ich werde noch die Genome holen. Sie trifft keine Schuld. Ich kann sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Ich werde mitgehen. Lily? Ich möchte nicht schon wieder alleine gelassen werden. Niemand von uns möchte das. Und darum passe ich auch auf dich auf. Also gut, durch das Teleport-Tor kommen wir nach Branbalum. Wir werden uns in Branbalum um die Genome kümmern. Ihr holt uns dann mit der Invincible ab. Okay, jetzt habe ich nur die beiden. Okay. Ups. Na, da lernt sie ja nichts. Es kommt hier schon wieder Müllabfuhr. Was geht denn hier ab? Ah, ich müde mal eben. Das sind doch nur Augen. Alter, das sind doch nur Augen. Die tun schon nichts. Na komm schon. Was heißt hier nur Augen? Was geht denn mit Lily ab? Die Dame scheint ja mittlerweile sehr abgehärtet zu sein. Die verfolgen mich. Alter, Lily, what the hell? Weißt du, Lily? Was denn? Ich meine wegen vorhin. Was meinst du denn? Die Augen sehen nicht gesund aus, nee. Und die verfolgen uns auch noch. Ja, es ist gar nicht so einfach zu reden, wenn man sich so beobachtet fühlt. Nun sag schon, wir haben nicht viel Zeit. Wo waren wir doch gleich? Dass du mich vorhin gerettet hast. Da war ich irgendwie, wie soll ich sagen? Wirklich froh und naja, sowas hat auch noch nie jemand zu mir gesagt. Zidane, ich stehe wirklich in deiner Schuld und, nein, das ist es nicht, was ich sagen will. Alter, der Planet explodiert oder so und die sind sich da jetzt am Unterhalten? Okay, weg von den Augen, wir sind weg von den Augen. Alles wieder gut, danke. Oh. Wir haben jetzt ein paar Kisten verpasst, aber alles klar. Schnell, schnell! Wenn wir uns nicht beeilen, stürzen diese Gebäude noch alle ein. Miau! Magen! Hunger! Ich habe Hunger! Ich hatte also recht, Mampf. In Terra gab es wirklich nichts Gutes zu essen, Mampf. Ah, Quina. Aber vielleicht dieses leuchtende Auge dort oben, Mampf. Der ist so irgendwie so ein Comic-Relief, oder? Quina, beeil dich, sonst fliegen wir nur ohne dich, mein Dicker. Die sagt zu jedem mein Guter oder so. Und zu Quina mein Dicker. Schade, wirklich schade, Mom. Quina, please. Okay. Hier steht ja noch alles mehr oder weniger. Wir müssen uns beeilen und schnell die Genome evakuieren. Okay. Auf dem Weg. Okay, und die chillen da. Zidane, wir sollten uns trennen, das geht schneller. Gebong, du übernimmst die Seite, wir treffen uns am Landeplatz, der Invincible. Da unten ist so eine Kiste. Da sind überall Kisten. Endlich drin. Ah, von innen sieht das Schiff ja noch größer aus als von außen.
Mein ritterlicher Orientierungssinn lässt mich vermuten, dass die Schiffsbrücke aller Wahrscheinlichkeit nach hier drüben ist. Wartet, wo ist Quina? Oh nee. Sag's bloß, er sucht wieder irgendwas zu essen. Jetzt sei nicht, der hat sich doch das Ding gekrallt. Hohoho, hier bin ich schon, Mom. Es gibt am Schiffsspor auch einen Eingang, von dem man sich hoch teleportieren kann, Mom. Von unten? Ah, wie kommst du denn unter das Schiff? Das kann er uns nachher berichten. Jetzt wird es Zeit aufzubringen. Was hat der denn schon wieder gemacht, Quina? Die kommt bestimmt nicht mit, oder? Was machst du denn noch hier? Wir müssen fliehen. Hier geht gleich alles in die Luft. Fliehen? Wozu fliehen? Wir sind doch nur leere, seelenlose Körper. Laberst du immer noch so einen Schwachsinn? Glaubst du wirklich, du seist nur eine willenlose Hülle? Nein, mir wurde von Galan eine Seele und ein Wille gegeben, damit ich Kujas oder deinen Platz einnehmen kann. Aber jetzt, wo Galan und Terra dem Untergang geweiht sind, welchen Grund gibt es für meine Existenz? Was für einen Sinn hat mein Leben noch? Ja, komm doch einfach mit. So habe ich auch gedacht, wozu existiere ich eigentlich? Und hast du eine Antwort gefunden? Das weiß ich nicht. Ich weiß es zwar nicht, aber vielleicht ist ja gerade diese Suche nach der Antwort der Sinn des Lebens. Womöglich ist diese Suche mit etlichen Qualen verbunden, aber an der Seite meiner Freunde weiß ich, dass es so schmerzvoll gar nicht ist. Hey, ich weiß ja noch gar nicht deinen Namen. Was? Deinen Namen? Wenn du als Ersatz für Kujo oder mich bestimmt warst, wurde dir doch sicherlich auch ein Name gegeben. Ich erhielt den Namen Mikoto. Okay. Suddenly Japanese. Mikoto also, ein schöner Name. Viele werden dich ab heute bei diesem Namen rufen. Vielleicht wirst du mal nach seiner Bedeutung suchen, aber letztendlich musst du das für dich selbst herausfinden. Lass uns gehen, Mikoto. Du wirst in einer neuen Welt nach der Bedeutung deiner Existenz suchen können. Yay! Yay, wir haben sie gerettet. Lilly, wo bleibt sie denn? Er wird gleich hier sein. Er sucht noch einen Genom. Entschuldigt die Verspätung. Sie denn? Tut mir leid für die Verspätung. Aber jetzt sind wir endlich vollzählig. Dann auf, es bleibt uns keine Zeit mehr. Yay! Wow. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Luftschiff. Weil die Hildegard 3, die ist ja wahrscheinlich im Eimer, ne? Wow. Das ist wirklich überall, wo wir hingehen, zerstören wir Sachen. Yay. Das sieht aus wie ein Gehirn. Wir sind wieder da. Nice. Irgendwie sind wir wohl noch einmal heil davon gekommen. Ja, aus Terra ist uns die Flucht tatsächlich gelungen, aber... Was hast du, Freya? Warum das besorgte Gesicht? Ich habe mich vorhin auch mit Maragon darüber unterhalten, aber... Du glaubst ja wohl nicht ernsthaft, dass mit dem Untergang Terras alles vorbei ist. Nee! Du meinst Kuja? Der eitle Herr wird sich damit nicht zufrieden geben, nur Terra mit sich in den Tod zu reißen. Ich frage mich, ob er trotz der großen Macht, die er nun erhalten hat, die Explosion von Terra überleben konnte. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich glaube noch nicht, dass das Game zu Ende ist. Sidan, was glaubst du, wird sein nächster Schritt sein? Wahrscheinlich auch Gaia zerstören, ne? Wie ich schon gesagt habe. Ich denke, dass er versucht, auch noch Gaia mit ins Verderben zu reißen. Jupp. Wie gedenkst du, dies zu verhindern? Mir fällt nur eine Sache ein. Galan erzählte mir von dem großen Baum, der Gaia und Terra verbindet. Für die angebliche Säuberung der Seele Gaias sorgt. Ist das... Bingo! Der Baum Ifas. Eine Katastrophe! Steiner! Es ist eine einzige Katastrophe. Draußen bahnt sich eine furchtbare Katastrophe an. Whoops. Was sind jetzt schon wieder Steiner? Kannst du vielleicht ein bisschen deutlicher werden? Schaut es euch mit euren eigenen Augen an, auf der Brücke. Okay. Ich möchte aber gerne noch den Schatz... Okay, ich sehe bisher nur Wolken. Und? Wir fliegen doch nur über den Wolken. Das sind keine normalen Wolken. Oh, ist das Nebel? Keine normalen Wolken? Was ist an denen denn anders? Lass uns ein wenig die Flughöhe senken, dann werden wir schon sehen. Nein, daran liegt es nicht. Unsere Flughöhe ist niedrig. Aber wir fliegen nun schon die ganze Zeit über dieser Wolkendecke.
Nebel. Aber was sonst könnte es? Der Nebel ist wieder da. Frühstücken, Moment. Es ist kurz nach 12, Pager. Der Nebel, aus dem wir Schwarzmagier geschaffen wurden und der über dem gesamten Kontinent des Nebels lag. Ich werde aber auch nicht mehr lange machen. Also ich werde zusehen, dass wir bald speichern können. Ja und? Deswegen hast du Frühstücken auch in Anführungszeichen gesetzt. Dieser Nebel hat nun den ganzen Planeten eingehüllt. Aber wie kann das sein? Was in aller Welt hast du nur vor, Kuja? Der ist halt gleich größenwahnsinnig und jetzt, wo er gecheckt hat, der stirbt bald, will er einfach alles töten. Danke. Viele wissen noch nicht recht, wie ihnen geschieht. Aber zum Glück werden sie von allen akzeptiert. Nicht der Rede wert. Schließlich stehen wir ja tief in eurer Schuld. Nein, macht ihr darüber keine Gedanken. Vielen Dank nochmal. Sie werden sicher gut miteinander auskommen. Ah, jetzt heißt, die Genome sind wahrscheinlich bei den Schwarzmagiern. Bist du dir auch echt sicher, dass das so in Ordnung geht, wenn sie alle bei euch wohnen? Aber sicher, sei unbesorgt. Das war die Idee von Vivi, nicht wahr? Ja, er ist als erster darauf gekommen. Er meinte, das Dorf der Schwarzmagier sei der ideale Ort für die Genome, um ein neues Leben zu beginnen. Wir sind uns in gewisser Weise sehr ähnlich und vielleicht schaffen wir es auch, ihre Herzen zu öffnen. Das ist ein neuer Song, ne? Ach ja, dann sagte er noch, wenn die Schwarzmagier mit den Genomen zusammenleben können, kommen sie in Zukunft auch besser mit den Menschen aus. Genau, wie ihr miteinander auskommt. Naja, wie das bei uns ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Immerhin dachte ich auch bis vor kurzem Vivi relativ gut zu kennen. Mach dir wegen der Genome keine Sorgen. Es sind ja auch deine Freunde. Ich verlasse mich auf euch. Oh, was ist das für ein Monster? Das ist kein Monster, das ist unser Chocobo. Der heißt Chocos Ramabotti. Ihr habt also einen Namen für ihn gefunden? Ja, und ist es nicht ein schöner Name? Chocos Ramabotti, geht so, ne? Ja, hört sich richtig niedlich an, nur ein bisschen zu lang, finde ich. Jupp. Ich glaube, Chocos Ramabotti hat dich lieb gewonnen. Weiß es auch nicht? Was bist du denn für ein Feigling? Sag bloß, du hast Angst vor einem neugeborenen Chocobo. Ich finde das lustig, der Chocobo ist fast genauso groß wie Aiko. Ja. Hey, Chocos Ramabotti. Chocos Ramabotti scheint sie wirklich zu mögen. Trotzdem finde ich den Namen einen Tick zu lang. Na, ein bisschen. Chocos würde reichen. Wozu werden diese Items aufgestellt? Na, damit die Kunden meine große Auswahl betrachten können, glaube ich. Was sind Kunden? Also jemand, der Geld hat und mir das dann im Tausch gegen einen Gegenstand gibt. Was ist Geld? Also Geld ist... Alles Blödchen. Ich erkläre dir mal kurz die Welt, Mampf. Es gibt nur zwei Dinge im Leben. Essbares und nicht essbares, Mampf. Ist dieses Wasser denn niemals still? Hä? Normalerweise fließt Wasser doch immer. Das Wasser in Brandvalo schwankte nur leicht, aber es stand immer still und wartete, dass die Zeit vergeht. Man sagt doch auch, die Zeit fließt, oder heißt es doch, die Zeit vergeht? Gaia fließt also das Wasser und vergeht die Zeit. Sie scheinen ja schon recht gut miteinander auszukommen. Sieht mir hier eher wie ein Kindergarten. Ein bisschen schon, ne? Das wird man anfangs wohl nicht ändern können. In ihnen wurde die Zeit zum Erwachsenwerden genommen, die einem jeden sonst gewährt wird. Und werden sie diese Zeit nachholen können? Ich weiß ja nicht, ob die auch nur begrenzt leben können. Das vermag ich nicht zu sagen, aber es gibt nur eines, was wir in diesem Moment tun können. Richtig, die Antwort liegt auf der Hand. So ist es. Wir lassen es nicht zu, dass jemand versucht, ihnen diese Zeit wieder zu entreißen. Prinzessin, seid ihr euch dessen wirklich sicher? Wissen. Und was sprecht ihr? Dieser zurückgekehrte Nebel ist sicherlich eine Falle, die Kuja am Baum Ifas angebracht hat. Sollten wir nicht vor dem letzten allesentscheidenden Kampf noch einmal nach Lindblum zurückkehren, um Großherzog Zit zu konsultieren? Kuja wird nicht nur Terra, sondern auch Gaia vernichten.
Wenn das bekannt wird, wird es zu einer Massenhysterie kommen. Es herrscht auch jetzt schon durch den zurückgekehrten Nebel große Unsicherheit unter dem Volk. Ich kann nicht mehr lesen. Mit anderen Worten, wir sind die Einzigen, die diesen Wahnsinnigen aufzuhalten vermögen. Zeigt uns mit Zit also bitte nichts, auch wenn wir zum Ausrüsten nochmal nach Lindbom gehen sollten. Es ist soweit. Ja, dann lasst uns gehen. Es ist zwecklos. Ah, Mikoto. Habt ihr denn nicht seine immense Macht gesehen? Er hat alleine mit seiner Kraft eine ganze Welt ausgelöscht. Es besteht nicht die geringste Wahrscheinlichkeit, dass sie aus diesem Kampf siegreich hervorgeht. Doch! Doch, weil wir sind die Protagonisten. Das ist ja toll, die kann ja schon richtig gut sprechen. Ne? Sie ist zwar ein kleiner Querkopf, aber seid nett zu ihr. Wie soll ich sagen, sie ist sozusagen meine kleine Schwester. Oh, was? Also Schwester Herz, hör auf deinen großen Bruder und sei lieb zu den anderen, hast du verstanden? Was soll dieser Schwachsinn? Du wirst schon sehen, Schwesterchen, wie stark kleines und hilfloses Ungeziefer werden kann, wenn es in die Enge getrieben wird. Auch der Wurm krümmt sich, wenn er gebissen wird. Ich glaube, da habt ihr etwas verwechselt. Ja, ich glaube auch. Dann lass uns zum Baum Ifas gehen. Wir werden es Kujutsu schon zeigen. Nee, aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Behalten wir Lilly und... Wir brauchen tatsächlich jemanden mit physischer Angriffskraft, weil wir haben ja gesehen, wie lange ich für die anderen Kämpfe gebraucht habe. Tut mir leid, Aiko. Sorry, Aiko. Sorry. Nee, darf ich denn dann nochmal landen? Bitte? Na gut, dann landen wir halt hier. Okay. Und da unten ist unser Chocobo im Süden. So. Weil wir speichern jetzt. Wir haben jetzt mal eben so eine Welt ausgelöscht. Gestern sind wir noch auf diese Welt gekommen. Heute haben wir sie ausgelöscht. Passt alles. Ich finde, wir haben einen guten Fortschritt gemacht. Vielleicht wird es ja dann morgen schon der letzte Stream sein. Ich weiß es nicht. Ich werde tatsächlich mal offstream ein bisschen gucken, ob es noch irgendwelche Nebenquests gibt oder sowas, die man machen kann. Und vielleicht können wir dann wirklich tatsächlich morgen das Spiel beenden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und so. Passt auf euch auf und man sieht sich. Tschüssi.